Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft PvP. Ich bin heute in Time. Und in 10 Sekunden geht es los. Dann gucken wir mal, wo die besten Händler spawnen. Der da hat 5 Minuten knapp. 12 Minuten, das ist viel. Ich glaube, ich gehe mal zu ihm. Und hole mir vielleicht so einen Damage Potion, weil die sollte er doch nicht haben. Na gut. Okay, bei wie heißen so Potion-Händlern kann man das immer schlecht sagen. Weil die allgemein sehr teuer sind. Mal gucken, was haben wir da? Rüstung. Also es geht auf jeden Fall direkt los. Ja, zwar irgendwie kacke alles, aber egal. Ich kann schon geschlagen werden, deswegen sollte ich aufpassen, dass ich nicht in die Nähe von Leuten mit Waffen gerate. Okay, habe ich gut gemacht. Der da hat Waffen. Kann ich mich vielleicht wehren? Und ich hole mich direkt das Schlechte. Vom Schlechten. Ach Gott, das bringt nichts. Ich versuche ihn so zu töten. Und wenn nicht, oh Gott, dann bin ich tot. Aber ich glaube, ich gewinne das, ja. Okay. Dann gucke ich mal. Was hat der da? Essen. Essen ist auch gut. Ah, nee, hat er nicht. Nehme ich trotzdem mit. Denn daraus kann man sich schön Feuerzeug machen. Die ja auch echt stark sind. So, Essen. Der hat Potions. Ich hätte gerne noch eine bessere Rüstung. Wird auch essen. Da oben. Oh, ich kämpfe erstmal mit ihm hier. Da oben war, glaube ich, ein Rüstungshändler. Okay, er trifft mich nicht. Oh, und er hat eine Uhr. Da, danke, Fleisch. Noch mal Potions, Heilung. Die nehme ich mal mit. Heilung finde ich nämlich auch ganz gut. Also vor allem Instant Heal 2. Diamanten, Eisen, das nehme ich mit. Und mache mir ein Feuerzeug. Beziehungsweise Fire Charges. So, Rüstung habe ich immer noch nicht. Nur noch keine gute. Aber ich habe noch viel Zeit. Ich müsste nur einen Händler finden. Aber ich habe ja eben einen gesehen, ne? Da könnte ich jetzt mal hinlaufen. Der müsste ja irgendwo... Ach, da ist auch einer. Das war zwar nicht der, den ich gesehen habe. Aber es ist einer. Ja, nicht mehr für meinen Helm mit. Besser als gar nichts. Ach, ich glaube, ich habe den gesehen. Ich nehme nochmal das hier mit. Und dann kann ich mir noch ein paar davon machen. Gut. Habe ich einen Kompass? Nee, ne? Dann gehe ich mal auf die Jagd. Da ist auf jeden Fall schon jemand. Oh. Er haut wieder ab. Oh, da sind zwei. Oh, jetzt kommt von hinten einer. Oh Gott, ich bin so dumm. Ich habe keine Rüstung. Ich könnte mich heilen. Mach ich auch. Ich muss mit dem Feuerzeug kämpfen. Oh, die... Oh, jetzt kann ich richtig lame abstauben. Kommt er? Nein, der haut ab. Ist wahrscheinlich auch das Beste für ihn. Oh. Tut mir ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. So, dann ziehen wir die ganzen Sachen an. Oh, ich dachte, er kommt von hinten. Ich habe auch noch ziemlich viel Leben. Oh Gott, er brennt. Ah, das ist Fire Resistance. Das bringt nicht so viel. Ich weiß nicht, wie viel Leben er hat. Aber anscheinend hat er nicht viel. Ich trinke es erstmal. Warum nicht? Jetzt denkt er, ich habe Stärke oder so. Ich sollte mal die Sachen anziehen, die ich habe. Oder oben ist auch jemand. Er ist runtergekommen. Eine anständige Hose habe ich nicht, ne? Okay. Ich habe wieder ziemlich viel Leben. Kann ich jetzt ihn angreifen? Ich weiß nicht, ob das der ist, den ich eben schon angegriffen habe. Okay, der hat einen schlechten Tag.
Er trifft mich nicht. Da ist der. Ne, ich glaube, mit dem habe ich gekämpft. Heilung, das ist schön. Versteckt er sich oder kommt er noch? Auf jeden Fall muss ich aufpassen. Hier ist ein Kompass. Okay, 18 Blöcke. Der versteckt sich irgendwo. Und wirft seine Angel aus. Vielleicht angelt er was. So, nehme ich mal das mit runter. Hallo. Ich habe noch eine Minute. Und der trifft mich auch nicht. Na gut. Der hatte Heilung. Zwar nicht zum Werfen. Und ich guck mal kurz, wo der nächste ist. 75 Blöcke, das sind genug. Einen Bogen habe ich auch, aber keine Pfeile. Noch einen Bogen. Bringt mir nichts. Die Hose kann ich anziehen. So, Heilung. Ja, das bringt wirklich kaum was. Ups, jetzt habe ich etwas gemacht, was ich nicht machen wollte. Und weiter geht's. Einer lebt nur noch. Okay. Ist hier jetzt noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Ah, okay. Und der hat nicht wirklich gute Sachen. Haha. Läuft voll rein. Nee, nicht ganz. Und ein Hit. Ein Hit. Ein Hit. Tot. Okay, 7 Kills. Ja, dann war's das mit dieser Runde In Time. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In Time könnt ihr auf play.timolia.de spielen. Okay, eigentlich nur noch timolia.de. Wie ihr wollt, könnt ihr eingeben, was ihr wollt. Ihr könnt auch euren eigenen Minecraft-Namen vorher eingeben. Kommt alles so gleich hinaus. Okay, echt unnötig. Also, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!